Grüß euch, liebe Harmonika-Freunde. Mein Name ist Heinrich Schädler, bin der Geschäftsführer der Michelbar Harmonika Welt. Wir sind extra aus Tirol angereist für die Sonderschau hier im Stanihaus der Musik hier in Gasen. Wir haben mitgebracht eine große Anzahl von unseren neuen Harmonika-Modellen, damit man einen aktuellen Überblick bekommt, was man denn spielen sollte oder was man vielleicht testen will. Es geht ja darum, letztendlich seine Wunschharmonika, seine Lieblingsharmonika zu finden. In unserem Angebot haben wir dabei natürlich die große Modellpalette der Firma Strasser. Wir haben dabei Modelle der Harmonikaerzeugung Novak aus Kärnten und natürlich auch von der Firma Südklang aus Slowenien. Mit dabei haben wir auch natürlich ganz was Neues, also wir haben aktuelle Entwicklungen dabei. Hier zum Beispiel zu erwähnen von der Firma Novak auch Sondermodelle, da zum Beispiel der geräucherte Eiche-Modell, also ganz was Spezielles mit Holz verdeckt, da geht es schon um die feineren Töne. Und wenn es einer ganz fein haben will, da haben wir ein ganz neues Modell mitentwickelt. Das ist von der Firma Strasser Feine, wie der Serienname schon sagt. Das ist ein spezielles Modell, genau für die echten Volksmusikanten zugeschnitten. Da hat ein Lehrer aus diesem Haus, aus dem Stanihaus, der Thomas hat da mitentwickelt, der Thomas Feiner. Da kann man sich so also mal umhängen und probieren. Das kann ich jetzt mit Worten gar nicht erklären. Aber genau der Thomas hat da einen Vortrag für euch und den könnt ihr dann im Anschluss gleich anhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören vom Vortrag von Thomas Feiner. Ein herzliches Grüß Gott da im Stornihaus in der Gasen. Ich möchte euch recht, recht herzlich begrüßen hier und heute eine neue Harmonika vorstellen von der Firma Strasser. Und diese Harmonika ist, so wie sie jetzt da ist, auch für die Firma Michelbauer gebaut worden und wird unser neues Volksmusikinstrument auf dem Markt. Ja, wichtig für einen Harmonikaspieler ist immer, wie funktioniert diese Harmonika, was ist drin und was kann ich damit alles spielen. Und ich habe es jetzt seit 5 Wochen in der Testphase und ich kann sagen, man kann alles damit spielen. Also von der Volksmusik über die volkstümliche Musik, über die Obergreiner Musik und auch im klassischen Bereich ist alles möglich. Was ist jetzt anders als bei den anderen Modellen? Das geht einmal vorne los im Diskantbereich. Im Diskantbereich haben wir nicht mehr diese normale Schwebung, sondern wir haben eine Flachschwebung. Das heißt also flach gestimmt, es ist keine Schwebung mehr vorhanden. Wenn man jetzt einen Ton drückt, dann kommt er ganz glasklar, es schwebt nichts mehr, sondern diese Stimmzungen sind gleich gestimmt. Im Gegensatz zu den normalen Modellen haben wir hier eine Zweikörigkeit, also keine dreikörige Harmonika, sondern nur zweikörig und diese eben eng an sich gestimmt sind in der Schwebung. Verbaut sind hier Nastrino-Stimmzungen, also das Beste, was es momentan auf dem Markt gibt. Diese Stimmzungen von der Koordination her, sie sprechen sehr leicht an, also auch im absoluten Piano-Bereich, aber sie haben auch eine Fülle. Die Handhabung solcher Stimmzungen ist deswegen sehr gut für einen Spieler, weil durch die körperbetonte Spielweise und dass die Stimmzunge sehr leicht anspricht, kann ich die mit dem Körper sehr gut steuern. Das heißt, von einem Crescendo in ein Decrescendo umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt das vormache, einfach im Zug mit einer Terz im Pianobereich, kann ich das wunderbar mit dem Körper abstimmen.
Dann ein wichtiges Merkmal, was jetzt anders ist, auch bei diesen Harmonikas, ist eben dieses Holzverdeck. Man kann es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, ich setze mir jetzt mal ein bisschen schräg hin. Diese Musterung, die hier aufgefräst ist, ist jetzt nicht komplett offen, sondern wir haben einige Sachen geschlossen und einige Sachen offen. Das haben wir versucht so zu machen, dass wir komplett ein offenes Verdeck genommen haben mit diesem Muster und haben dann von innen abgeklebt, welche Bereiche offen bleiben müssen, um den optimalen Klang aus dem Instrument zu bringen. Und so wie es jetzt ist, war einfach das beste Ergebnis. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr aufmache von diesem Muster, dann haben wir mehr Obertöne, das heißt, das Instrument wird auch ein bisschen kräftiger und lauter. Wenn ich mehr zumache, dann wird es gedämpfter. Das kommt immer darauf an, was man damit spielen will. Also wenn ich jetzt in der Kirche spiele, wo sowieso eine andere Lautstärke herrscht wie in einem normalen Raum, im Wohnzimmer oder im Gasthaus, dann brauche ich natürlich mehr Obertöne dazu und ein bisschen kräftiger. Wenn ich in der Kirche spiele, muss ich ein leises Instrument haben. Das Zweite, was hier auch verändert worden ist, das ist hier im Bassteil. Wir haben nicht mehr diese normalen Bässe verbaut. Also es sind auch Nastino-Stimmzungen, aber nicht mehr die normalen Tonhöhen, sondern diese Volksmusikbässe verbaut. Und auch in dieser Harmonika die Tiefenbässe. Die Tiefenbässe ist schwieriger zu bespielen. Der Ton springt später an. Das heißt, ich muss, bevor dass der Ton kommen soll, schon anspielen, damit es dann geht. Also je tiefer das der Ton wird, desto schwieriger wird es zu bespielen. Also man sollte da ein bisschen geübter sein. Weil jetzt eben hier diese Tiefenbässe verbaut sind, das hat auch einen Grund, weil ich mich oft auch in dieser Kirchenmusik bewege, wo ich den tiefen Bass eigentlich brauche, um vorne die Diskantseite zum Singen zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen B-Bass, den ich jetzt mal kurz spiele, bei diesem Instrument handelt es sich um eine B-S-A-S-T-S, das heißt zweite Reihe, B-Bass ist ein tiefes S. Und wenn ich das tiefe S spiele, man merkt es schon, es ist wirklich sehr nach unten gelagert. Und wenn ich jetzt einen Ton am Diskant dazu spiele, ich spiele mal alleine, der sehr zart kommt. Und wenn ich jetzt zusammenführe, dann merkt man, wie diese Harmonika zum Singen anfängt. Alleine mit Bass. Und von der Steuerung her haben wir eben hier die Möglichkeit, weil sie sehr, sehr leichtgängig anspricht, dass ich wirklich mit dem Körpereinsatz, mit kleinen Windungen kann ich das Instrument steuern. Jetzt haben wir gemerkt, wenn man vom Zug in den Druck geht, dass der ganz tiefe Bass, also dieses tiefe S, eine Weile braucht, bis es kommt. Da kommt. Das heißt, je mehr Balkdruck, dass ich dann gebe, desto eher wird der Ton kommen. Wenn ich wenig gebe, jetzt geht er, beim zweiten, dritten Mal spricht er ja an. Aber wenn ich jetzt zuerst einen anderen Bass gespielt habe, da braucht er ein bisschen. Aber das ist jetzt in dieser Art von Musik eigentlich sehr gut, weil der Ton nicht abrupt bei eins kommen soll, sondern weil sich der als Teppich unter die Melodieseite legen soll. Das heißt jetzt, ich kann mich ganz normal in der normalen Volksmusik bewegen, mal ein kurzes Stück anspielen, einen Walzer. Also funktioniert tadellos, vom Klang her sehr schön gehalten, sehr fein gehalten. Es muss aber nichts heißen, ich kann da genauso einen Oberkleiner drauf spielen. Also funktioniert auch genauso. Also der Mythos, der immer herrscht, dass man mit einer flach gestimmten Harmonika, dass der Oberkleiner nicht klingt, möchte ich hier widerlegen. Aufsnick hat ja auch in seinen Kompositionen, durch das, dass er ja Akkordeon gespielt hat, hat er auch verschiedene Registerschaltungen. Er hat auch sehr, sehr viel mit dem sogenannten Klarinettenregister
gearbeitet und das Klarinettenregister ist sehr nahe an einer flach gestimmten Harmonika. Ja, also es ist sehr zart und fein und deswegen steht auch der Oberkreiner, kann man wirklich sehr, sehr gut spielen auf der Harmonika. Und ich denke, dass jetzt dieses Modell, so wie es jetzt bei der Firma Strasser gebaut wird, eine hervorragende Alternative ist für den Spieler, der ein bisschen zarter gebaut ist, der viel auf den Ton eingehen möchte, der viel mit dem Körper spielen möchte. Aber es kann natürlich genauso ein Spieler sein, der ein bisschen aggressiver in die Polka-Szene einsteigt. Also dieses Instrument ist wirklich für jeden Einsatz, was man jetzt denken kann, wirklich geeignet. Auch in der klassischen Musik, wo man viel zartere Töne benötigt, wie jetzt in der volkstümlichen Musik, ist es wirklich sehr, sehr entspannend damit zu spielen. Also sie ist leichtgängig, sie spricht hervorragend an, sie klappert nicht. Also das ist meines Erachtens sehr, sehr, sehr gut gelöst. Dann möchte ich mich schon bedanken und wer testen möchte, kann dieses jetzt. Thank you.